okay, nach den Deadlifts war auf jeden Fall erstmal Schluss bei mir. Bisschen schwindelig geworden, deswegen Abbruch und nach Hause. Was? Meine Oma hat mir damals gesagt, dass ich meine Zähne putzen darf. Also darf ich's. Ey Mert, meine Oma hat auch zu mir gesagt, dass ich Alkohol trinken darf, wenn ich faste. Digga, wenn deine Oma sagt, dann heißt es nicht, dass du alles machen darfst. Ja, aber deine Oma hat doch auch zu dir gesagt. Ja, aber meine Oma hat recht. Konnichiwa, Ashiteru Merto, Arigato! Für die, die es nicht gecheckt haben, meinte, hey Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Mert. Willkommen zu einem neuen Video. Oder sowas ähnliches. Ich chill irgendwie immer nur in diesem Zimmer, ne? Oh, heute ist der erste Tag von Ramadan Diaries und willkommen damit zu der ersten Folge von dem ersten Fastentag. Hallo, ist jemand da, der zu Hause mit mir vielleicht vloggen kann? Hallo, ist jemand vielleicht hier? Hallo, ist hier vielleicht jemand? Hallo, ist hier... Oh, hier habe ich das hier gerade gedreht. Hallo, ist hier... Oh. Hallo, ist hier vielleicht... Oh. Leute... Ich bin forever alone. Naja, lieber forever alone als forever Malone. Okay, der war einfach gar nicht witzig. So, heute ist der erste Fastentag. Ich frage mich, Leute, wie viele von euch da draußen heute fasten. Kann sein, dass ich ab und zu in den Videos mehr bin und ab und zu ein bisschen mehr so, weil wir haben gerade mal gleich 15 Uhr, mein Bauch knurrt. So, ich will jetzt mal wissen, wer von euch fastet. Falls ihr fastet, dann lasst mal jetzt einen Daumen hoch da. Und die, die nicht fasten, schreiben in die Kommentare Hashtag nicht. Ich will mal gucken, wie viele da fasten, wie viele nicht fasten. Ich habe das Gefühl, von Jahr zu Jahr fasten immer weniger Leute, oder? Meine Stimme, weniger Leute. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass immer weniger Leute fasten. Oder sind das vielleicht doch mehr und ich bilde mir das ein? Naja, ich weiß nicht. Was heute auf jeden Fall abgeht, weiß ich noch nicht. Das, denke ich mal, sehen wir einfach gleich. Das war die heftigste Aufnahme in 2019, aber in EU. Okay, jetzt mache ich ein paar Deadlifts. Ich habe richtig Angst bei den Deadlifts, weil man geht hier so runter und wenn du das zu schnell loslässt, kann sein, dass du ein bisschen, dass dir schwindelig wird. Du kennst es selber, ne? Ja, Mann. Deswegen 3,15er, ich probiere es einfach aus. Ja, gib dir jetzt. Tot. Man muss bedenken, er fastet. Fastenregie, aber Stoff geht. Das sind die Beweise für Stoff. Hier alles cool. Egal, fasten und darf man auch stoppen. Das ist nicht haram, Digga, Stoff. Nein. Natürlich gibt es keinen Stoff. Okay. Nach den Deadlifts war auf jeden Fall erstmal Schluss bei mir. Bisschen schwindelig geworden, deswegen Abbruch und nach Hause. I'm finally back home, guys. Today we speak in English. So, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause, Leute. Irgendwie ging es beim Training nicht mehr so krass. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe halt die Deadlifts gemacht, wie ihr so gesehen habt. Ich habe die schon versucht, echt kontrolliert zu machen. Und wenn ich Deadlifts mit wenig Gewicht mache, spüre ich die nicht so gut. So, das bockt irgendwie nicht. Deswegen habe ich die 3,15er Platten raufgeknallt und dachte mir, ich kriege das einigermaßen hin. Aber beim Runterlassen, da wird einem schon ein bisschen schwindelig. Und ich habe es echt versucht, so langsam wie möglich runterzulassen. Aber keine Ahnung, beim Training braucht man leider ein bisschen Wasser, also war ein bisschen kacke, ist scheiße gelaufen. Ich probiere das morgen nochmal und diesmal werde ich das aber so machen, dass ich entspannte Gewichte nehme und auf mehr Wiederholung gehe. Vielleicht kann ich das ja dafür nutzen, um ein bisschen zu definieren und so. Und natürlich muss ich auch auf mein Essen aufpassen, was ich in Iftar esse, aber was weiß ich schon, ich bin noch nur ein kleiner Junge aus Hamburg. Aber ein ganz spannendes Thema. Und zwar habe ich gerade beim Training mit jemandem geredet. Das ist nämlich ein Kollege von mir. Oder wie man auf Englisch so schön sagt, a friend of mine.
Das hat so genervt gerade. Ich habe jetzt auf jeden Fall beim Training einen Kollegen getroffen, der ist schon ein bisschen älter, der ist so gut in dieser Bodybuilding-Geschichte drin. Ne? Und der meinte halt, wie läuft's, dies und das. Ich meinte, ja, ich faste gerade und trainiere gerade das erste Mal. Und er meinte so, boah, ich finde Fasten halt derbe ungesund, damit schädigt man doch nur seinen Körper, dies und das. Das hat mich dann ein bisschen so zum Nachdenken gebracht, weil wenn man das so überlegt, den ganzen Tag nichts zu essen und zu trinken, könnte schon schädlich sein. Also, ich sag das mal jetzt einfach nur aus meiner Sicht. Also, das ist jetzt nur meine Meinung. Jeder entscheidet das für sich. Wenn man zum Beispiel eine Person ist, die am Tag immer was trinken, und sei es gesundheitlich oder allgemein, weil es gibt ja Menschen, wenn die wirklich nichts trinken, kippen die um. Und es soll ja nicht dazu kommen, dass man umkippt oder so. Man soll sich ja noch gut dabei fühlen. Und man soll auch keine halben Sachen machen, wie zum Beispiel, ja, ich faste, aber wenn ich Durst kriege, trinke ich einen Schluck und... Das ist nicht der Sinn von Fasten. So, eigentlich, wenn man fastet, ich weiß nicht, wie das passiert, also bei mir war das bisher immer so, Gott sei Dank, habe ich immer Kraft bekommen, so dass ich das durchgehalten habe und so. Aber ich meine jetzt für die Leute, die sowas überhaupt nicht können, zum Beispiel, meine Mutter gehört zu den Personen. Meine Mutter kann nicht fasten. Erstens aus gesundheitlichen Gründen und zweitens kann sie einfach nicht ohne Wasser, also über einen längeren Zeitraum. Und ich bin der Meinung, dass man sich nicht dazu zwingen sollte. Das ist jetzt nur meine Meinung. Aber natürlich ist jedem überlassen, wie er will. So, wenn man sagt, oh, ich muss fasten, ich will fasten, dann faste. Aber tu dir ehrlich gesagt nicht diesen Zwang an und schade dir selber damit nicht. Weil das soll man ja damit nicht machen. Ist das, was ich weiß. Also Leute, dann kam ich halt einfach darauf, euch das mal mitzuteilen, dass ihr euch damit halt bitte nicht schaden sollt. So, ne? Also das ist natürlich wichtig, Religion, alles schön und gut, aber tut euch damit nicht weh. Sonst komme ich und tue euch weh! Oh, das war ja echt albern. Ja, heute ist auf jeden Fall der erste Tag. Wie läuft's bisher? Ich muss sagen, bisher geht's ganz gut. Mein Magen knurrt, ich habe Hunger, dies und das, aber ja, meine Zunge, mein Mund ist Pappmaul. Ich habe einen Kollegen gefragt, ob ich Mundgeruch habe und er meinte nein. Also, ihr könnt gerne mit mir reden. Ich habe keinen Mundgeruch. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in 6 Stunden. 6 Stunden später. Was ist das für ein Wetter in Hamburg? Hamburg, was tust du mir an? Ich fahre jetzt auf jeden Fall ganz schnell zu meinen Eltern. Denn in 50 Minuten ist IT! Oh, Entschuldigung. Da kommt manchmal so die ein oder andere Frage, Mert, was isst du denn an Sahur? Also für diejenigen, die nicht wissen, was Sahur bedeutet, es gibt einmal Sahur und es gibt Iftar. Das, was gleich ist, ist Iftar. Man isst einmal, wenn die Sonne untergeht und dann, wenn die Sonne aufgeht, also davor. Und gestern war halt Sahur und dann fragen sich viele, was isst du da? Gestern habe ich vergessen, zum Beispiel einzukaufen. Da war ich noch unterwegs und habe mir gedacht, egal, baller ich mir in drüben. Aber ich würde sagen, wir schalten zu Mert. Hey Mert, danke, dass du in die Vergangenheit zurückgeschaltet hast. Wir haben jetzt gerade 2.35 Uhr. Ich esse gerade ein Dürüm, was ich mir noch geholt habe. Ich habe vergessen einzukaufen und deswegen habe ich mir vorsichtshalber noch mal ein Dürüm gekauft gehabt. Und ja, ich bin todmüde, wie man unschwer sehen kann. Ich esse jetzt noch mein Dürüm auf, bevor ich morgen komplett tot bin. Trink noch mal einen Schluck Wasser und so. Und dann geht's schlafen. Ich würde sagen, wir schalten zurück zu Mert. Vielen herzlichen Dank, Mert aus der Vergangenheit. Echt ein Hammergespräch mit dir gewesen. Oh, Thanos! Hör auf damit! Jede zweite Minute wird geschnipst. Oh, ich musste kurz nochmal nach Hause, Leute. Ich habe nämlich mein Portemonnaie vergessen. Ich muss natürlich für zu Hause Brot kaufen, dies und das. Und ja, ich würde aber sagen, ich beende diesen heutigen Vlog hier. Und zwar werde ich jetzt, wie vorhin schon gesagt, zu meinen Eltern essen. Das Essen filme ich da lieber nicht. Ich hoffe, es macht euch auch nichts aus, dass ich vorhin meinen Dürüm gezeigt habe. Aber der Junge hat alles im Kopf. Den ganzen Vlog durchstudiert und im Kopf. Ich mache Next Generation Vlogs. Glaubt mir, Leute.
vertraut euren Mad Martin, ich mach schon. Und ja, aber den morgigen Vlog fange ich dann wahrscheinlich gegen Abend bei meinen Eltern an, wo wir dann vielleicht so ein paar Sachen ansprechen werden, dies und das. Ja, also der morgige Vlog wird dann bei meinen Eltern sein, also falls du das nicht verpassen willst, dann schalte morgen wieder ein. Ich würde sagen, Leute, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, ich würde mich über jede Unterstützung freuen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann, ihr wisst, was gestern passiert ist. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, euch die Zeit dafür genommen habt. Das bedeutet mir viel, das wisst ihr. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein und... Oh, das haben wir gesagt, lassen wir. Peace.